Willkommen zurück zu FTL. Beim letzten Mal haben wir uns relativ gut ausgestattet, würde ich mal meinen. Ja, wir haben viele Crewmitglieder, haben relativ viele coole Räume. Ich überlege auch gerade, ob ich ihn einfach in den Drohnenraum setze, weil er kann ja beim Drohnenraum nicht wirklich viel machen, außer halt existieren. Also eigentlich wäre hier bei den Türen besser aufgehoben, weil das ein Raum ist, wo er tatsächlich aktiv etwas tun kann. Ja. Ja, dann machen wir das so. Und dann fliegen wir weiter. Wir wollen hier zum Ausgang hin. Das heißt, wir düsen hier rüber, dahin und dann zum Ausgang. Okay. Kann man auch noch erschaffen, da hinzugehen. Mal gucken. Oh, Sturm und sowas. Du springst in einen Sektor des Nebels, in dem ein Plasmasturm tobt. Ein automatisch gesteuerter Rebellenaufklärer in der Nähe des Signalpunkts fliegt angriffsbereit auf dich zu. Okay, rein. Oh, wir haben nicht genug. Ach, stimmt. Ionensturm sorgt ja dafür, dass wir zu wenig Energie haben. Unangenehm. Heißt, wir haben tatsächlich aktiv jetzt nur, was wir benutzen können. Außer wir verzichten auf den Heilraum. Ja, dann haben wir genug Energie für eine Kampfdrohne. Aber ob das halt reicht, ist so eine andere Sache. Ja, doch. Die kommt durch die Schilde durch. Muss halt nur vernünftig hier Sachen angreifen. Und treffen. Das ist so das Hauptproblem. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Ein Sauerstoff ist auch keine Lösung. Hülle bei 75% von so einem Puppelding, das weißt du? Gut, er kann mich jetzt aber nicht mehr angreifen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Kann sich ja nicht automatisch reparieren. Doch, kann das. Scheiße. So, ein Treffer noch. Wenn ich immer so lange hin und her fliegen würde, weißt du? Ja, manchmal ist da auch ein Strahlkotz. So, eng. Hätte besser laufen können, aber ist okay. Du entdeckst einen Planeten in der Nähe mit zahlreichen Siedlungen, doch niemand reagiert. Okay. Wir haben die Zeit, um hier noch hinzugehen. Scans zeigen an, dass eine abgelegene Siedlung von einem Piratenschiff blockiert wird. Das Schiff schickt dir schnell eine Nachricht. Halten Sie sich raus, wir sind das nächste Ziel. Ja, von wegen. Wir haben es nicht anders gewollt. Ja, so kann man es ausdrücken, muss man aber nicht. Das ist natürlich die freiwillig die Ionen-Dingens. Ich will auf jeden Fall die Kampfdrohne. Ja, dafür habe ich genug, zu wenig Drohnenenergie. In die Schilde kann ich noch was investieren. Hier kann ich was. Ja. Und dann gucken wir mal. Das wird schon. Dauert halt noch ein bisschen. Oh, das hat böse Aua gemacht. Jetzt auch nochmal hier reingehen. Jetzt sicher. Oh. Nein!
Der Mantis ist tot. Ihr Schweine. Voll draufgeballert. Erstmal einen Ionenschuss, weißt du, und dann nochmal anderweitig. Ich wollte nur in die Hose gehen. Oh, nicht noch so ein Ding. Pass ruhig. Ich hätte doch zuerst den Höhenlaser einfach nehmen sollen. Oh, der nächste Raum. Das sieht jetzt aber besser aus. Ne, wir greifen sie weiter an. Und von der Siedlung bekommen wir auch nochmal ein bisschen zurück. Aber das ist jetzt eher so ein bisschen suboptimal gelaufen, ne? Wir schaffen es jetzt nicht zum Shop zurück, ne? Unangenehm. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht, okay. Es gibt ja in der Nähe private Schiffswerften. Du findest eine, die noch einen freien Platz für dich hat. Noch in speziellen Fähigkeiten dran. Sie bieten dir an, dein Pilot-Subsystem im Tausch gegen etwas Schrott zu verbessern. Ja, ist okay. Pilot-System verbessert sich um eins. Hätte auch eine Falle sein können. Wir wollen weiterhin in den zivilen Sektor. Wir kommen in einen neuen Sektor. Schießen. Uns geht's nicht so gut. Ein weiterer Rebellenkontrollpunkt überwacht diesen Ort. Einige Zivilschiffe warten auf die Inspektion. Jedes von ihnen könnte föderationsgetreu sein. Die Rebellen haben dich noch nicht bemerkt. Alleine durchschlagen, angreifen und verschwinden. Die Rebellen beschlechen, damit sie die Zivilschiffe gehen lassen. Wir greifen sie an. Das war eine scheiß Idee. Das war eine ziemlich scheiß Idee. An den Drohnenraum auch noch dran. Ach du Scheiße. Das ist wirklich nicht so gut. Aber da ist der Waffenraum außer Kraft gesetzt. Ach, deswegen. Also kann das ja nichts werden. Oh, ich bin gleich tot. Das gibt's doch nicht. Wir spielen übrigens auf leicht. Können die mal auf leicht stehen? Das ist schon leicht. Gut. Ich würde sagen, wir haben mal wieder nicht so viel geschafft. Das Einzige, was wir jetzt geschafft haben, ist hier was freizuschalten. Wir brauchen zwei davon, um halt eine Variante von abzuschließen. Variante wäre, keine Ahnung, weniger Crewmitglieder wären, andere Waffen wären im System halt drin oder sowas. Ne, irgendwie so. Ja.
Also im Großen und Ganzen läuft nicht so gut. Aber ich überlasse euch wieder die Entscheidung, welche dieser zwei tollen Schiffe wir hier irgendwie machen sollen. Um dann irgendwie was zu schaffen. So, jetzt aber tschö mit Ö und bis zur nächsten Folge von FPL.